Vorteil hierbei ist natürlich, man produziert auch immer etwas, woran man gleich sieht, ob man etwas geleistet, also dass man etwas geleistet hat. Man kann ein Programm schreiben, man startet ein Programm, man sieht es und man hat vor allem auch immer wieder konstant kleine Erfolgserlebnisse. Und das ist etwas, was ich sehr mag. Im Endeffekt geht es im Studium, im Bachelor vor allem darum, dass man so ein bisschen damit in Kontakt kommt, wie werden Programme aufgebaut, wie gehen Programme vor, wie kann ich einem Rechner sagen, dass er ein Problem für mich lösen soll. Das ist eigentlich so das Hauptthema des Bachelors auch. Im Master geht es vor allem nochmal darum, sich zu vertiefen. Und gerade jetzt gibt es natürlich viele Bereiche, die enorm an Wichtigkeit auch gewinnen. Also über Artificial Intelligence, Data Mining, Big Data, aber natürlich auch Virtual Reality und grafische Anwendungen ist natürlich ein breites Spektrum, was hier eigentlich an der Uni relativ gut nahegebracht wird. Es ist wichtig, erstmal so diese Grundkonzepte zu verstehen und auch mathematisch sozusagen Grundkenntnisse aufzubauen, damit man am Ende dort wirklich Programme schreiben kann, die gut funktionieren. Der mathematische Bereich ist nicht zu vernachlässigen, das kann man schon sagen, aber das ist vor allem auch einer der Gründe, warum ich mich in Weimar selbst eingeschrieben habe, weil ich wusste, gerade neben dem Programmieren und den grafischen Anwendungen, die man auch programmiert, hat man halt vor allem auch immer noch einen theoretischen Teil. Also nicht nur über die Theorie von Algorithmen so ein bisschen, sondern vor allem auch darum, dass man ein bisschen die mathematischen Grundkenntnisse einfach auffrischt. Wenn man erstmal zum Beispiel sich unsicher ist, ob man hier in Weimar wirklich etwas studiert, was man studieren möchte, dann wäre es eine der Möglichkeiten, zum Beispiel, die man nehmen könnte, dass man an einem der Informationstage hier an die Hochschule kommt. Neben den Informationstagen gibt es aber auch an der Uni selbst noch die Summary, bei der Projekte vorgestellt werden. Hier kann man auch gut in Kontakt mit Studenten kommen und sich vor allem auch Projekte angucken, weil das Studium bei uns immer noch projektbezogen ist. Das heißt, es gibt einen großen Fokus auf Projekte, die man mit anderen Studierenden über ein Semester lang abschließt, um dann auch wirklich eine große Aufgabe zu bewältigen. Ich denke, das Effektivste ist es aber vermutlich, einfach in Kontakt mit Studierenden an der Universität zu kommen, gerade über solche Tage wie die Summary oder den Hochschulinformationstag und sich dann einfach selbst im Gespräch nochmal ein besseres Bild zu verschaffen. Die Uni ist, was Labortechnik angeht, sehr gut ausgestattet, so viel kann man sagen. Es gibt ein sehr umfangreiches Virtual Reality Labor, unter anderem mit Projektionsleinwänden für Multi-User 3D, Virtual Reality Headsets, die die Studierenden auch während des Studiums nutzen können, für Projekte oder für bestimmte Fächer, sowie auch eigene Erfindungen sozusagen. Nach dem Informatikstudium würde ich sagen, sind die Möglichkeiten zu arbeiten relativ breit gefächert. Man kann sich eigentlich heutzutage in allen IT-Jobs bewerben und ich denke, man hat auch gute Chancen, wenn man sich hier im Master spezialisiert hat, in einem Bereich seiner Wahl dann arbeiten zu können. Das kann man natürlich immer machen. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Man kann das natürlich selbst organisieren, zum Beispiel über ein Werkstudium, dass man dann als Werkstudent noch in einem Unternehmen arbeitet. Man kann aber natürlich auch ansonsten über verschiedene Projekte gucken, dass man mit anderen Firmen in Kontakt bekommt. Theoretisch kann man ja auch die Bachelorarbeit sogar mit einer Firma schreiben, wenn man das möchte, einfach um da schon direkt Kontakte zu knüpfen. Besonders gut an der Bauhaus-Universität gefällt mir vor allem der Betreuungsschlüssel. Das klingt jetzt sehr hochgestochen, heißt im Endeffekt aber nur, man kann sich mit Professoren auch wirklich unterhalten. Wenn man sich auf dem Gang trifft, kennt man sich und man kann vor allem bei Fragen und Problemen sich direkt an den Professor wenden. Das ist natürlich bei weitem nicht an jeder Universität so.
aber war für mich vor allem der ausschlaggebende Punkt, warum ich hier an der Universität studieren wollte. Na, der Park ist schon sehr schön, das ist schon richtig. Aber abgesehen davon hat Weimar auch einfach viele schöne kleine Cafés und schöne kleine Ecken. Es gibt zum Beispiel das Pharma-Café, was ein niedliches kleines Café in der Innenstadt ist, in einer sehr geschwungenen Gasse, wo man sich gut hinsetzen kann, um an einem grauen Nachmittag zum Beispiel einen Kaffee zu trinken. Aber es gibt auch einfach viele andere Sachen, die hier in Weimar einfach möglich sind. Man hat mit dem Mon Ami auch ein kulturelles Zentrum zusätzlich zum Nationaltheater und man hat halt vor allem auch einfach eine sehr schöne Innenstadt. Man kann sich am Frauenplan am Mittag, wenn es Sommer ist, schön auf die Wiese legen und ein Mittagessen, aber man kann genauso gut auch einfach in der Stadt ein bisschen umherschlendern. Ich denke, das ist es vor allem, was mich in Weimar gehalten hat.